Herzlich willkommen, liebe Abonnenten und auch ihr sonstigen YouTube-User zu Let's Play Minecraft Atlantis. Jo, mein Name ist Lord Manister, ich bin Let's Player hier auf YouTube und habe mich auf Xbox-Spiele spezialisiert. Puh, warum bin ich so außer Atem? Jo, und wir haben auch ein solches Spiel hier vorliegen. Oh Gott! Minecraft für die Xbox 360. Und diese Spinne hier macht mir Angst. Die kann ich aber so verprügeln. So viel... Ach, scheiße! Moment. Die kriege ich. Die kriege ich auch so. Ach, komm! Na, jetzt stirb! Sie gibt nicht auf. Okay. Super. Dann haben wir hier gleich zwei... Was war das nochmal? Zwei Fäden. Okay. Ja. Minecraft für die Xbox 360. Und wer sich vielleicht erinnert, wer vielleicht diese Welt schon kennt, das hier ist Borderdale. Ja, Leute. Die Welt, auf der sich das Manister Building befand, das ich nach langer und harter Arbeit bis zum halben N zwar erst bauen konnte, aber ja, es hat meine Abonnenten-Special repräsentiert. Ich habe die Umgebung um das Manister Building herum schon geebnet. Ich habe mit meinem Cousin viel auf Borderdale gebaut und das alles wurde jetzt resettet. 80 bis 100 Stunden Arbeit sowie auch Spaß, aber auf jeden Fall jede Menge Spielzeit sind draufgegangen durch das große Update. Borderdale komplett zurückgesetzt zu einer unglaublichen Wildnis, die ich nicht wiedererkenne. Ich bin echt traurig, ich könnte mir dafür in den Arsch beißen oder vielmehr Notch in den Arsch beißen. Aber nichts gegen Notch, der hat ja wirklich ein geiles Spiel erschaffen, aber das hier ist natürlich leider jetzt für mich ein sehr persönlicher Schaden, denn meine Abonnenten-Special, ihr wisst ja, 100 pro 100 Abonnenten, neue 100 Abonnenten, gab es einen Buchstaben des Manister Buildings dazu. Ja, ich finde es schade. Vielleicht werde ich das Manister Building auch nochmal neu auflegen hier auf Border Day. Aber auf jeden Fall, hier haben wir mit diesem Let's Play jetzt neue Pläne. Ich will vom Festland runter. Auf jeden Fall, ich will Neues sehen. Nämlich, naja, was heißt Neues sehen? Ich möchte mich in den Ozean hinauswagen und Atlantis bauen. Der Plan ist wie folgt, wir suchen uns eine süße Insel. Auf dieser Insel werden wir alles so ein bisschen festungsmäßig aufbauen, hatte ich so das Ziel, und uns in den Untergrund arbeiten und sozusagen im Untergrund des Ozeans eine Stadt bauen. Meiner Meinung nach klingt das doch ganz nett. Vielleicht haben wir schon die richtige Insel gefunden. Ja, Leute, aber es ist eben sehr traurig. Mit Borderdale alles komplett zurückgesetzt. Ich find's schade. Eine Welt, wie gesagt, die ich nicht wiedererkenne. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Ja, ich bin immer noch ein bisschen in Rage. Ich weiß, mit dem großen Update hat sich so vieles verändert. Es soll neue NPCs geben. Wir haben hier die Hungerleiste. Ich glaube, eine Ausdauerleiste. Neue Arten von Rohstoffen. Wahrscheinlich auch generieren die Welten ganz anders. Ich kann das jetzt nicht so mit Bestimmtheit sagen, ob sich hier auf Borderdale so viel verändert hat. Was ich aber gestern sehen konnte, so hier wohnt so ein komisches Vieh hier irgendwo in der Nähe. Das hat ein eigenes Haus. Voll gruselig. Aber egal, ich will gleich mal zu dieser Insel rüber eigentlich und gucken, ob die wirklich... Die gefällt mir richtig schon. Diese Insel, die könnten wir gleich nehmen. Die ist auch nicht so weit weg vom Festland. Das sollte sie eigentlich auch nicht. Wir können ja erstmal ein bisschen die Insel umrunden. Jo, dieser Part, ihr seht es ja wohl jetzt auch gerade an der Videolänge. Ich würde jetzt gerade in diesem Augenblick sagen, so 30 Minuten für einen Einführungspart. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem Manister Building nicht zu lange gelangweilt. Auf jeden Fall... Ich finde es sehr schade alles. Naja, jetzt gibt es neue Pläne mit diesem Let's Play. Ich will es neu. Ich will Neues schaffen. Da hinten ist es. Da ist das Haus. Wir werden gleich mal hingehen. Ich habe nämlich nur im Kreativmodus. Minecraft wurde ja jetzt in zwei Modi aufgeteilt. In den Kreativ- und den Überlebensmodus. Ich zocke den Überlebensmodus auf Normal. Auf Schwierigkeit Normal. Weil ich meine, das ist einfach das einzig Wahre. Ein paar Gefahren, nicht blöd herumschweben, aber gestern im Kreativmodus musste ich mich einfach mal ein bisschen umsehen und bin dagegen rumgeflogen und habe dieses Haus gesehen, aber nicht... Oh Gott! Ist das Ding gefährlich? Voll gruselig irgendwie. Oh Gott, was man mit ein paar Pixeln alles für eklige Sachen schaffen kann. Oh Gott! Ist das hässlich, das Vieh? Alter Schwede. Weg hier. Oh Mann, ey. Okay, weg hier. Leute, und dieser Part, den werde ich... Wie werde ich den Part nennen? Der Aufbruch vielleicht? Die Vorbereitung? Ich weiß es nicht. Ach, ihr seht ja den Titel gerade. Dann werdet ihr ja gerade wohl wissen, wie ich mich entschieden habe. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt erstmal darauf vorbereiten, das Festland zu verlassen.
Und das machen wir, indem wir jetzt schön Rohstoffe einsammeln. Erde jetzt nicht unbedingt, aber ich will hier erstmal raus. Wir müssen ein paar Bäume finden. Boah, was ist das denn, ey? Interessant, wie diese Welten generiert wurden. Da hat sich echt einiges geändert. Das merke ich jetzt doch. Gestern habe ich das noch nicht ganz so geschnallt. Ach, wir werden einfach jetzt alles Mögliche einsammeln. Ein bisschen Sand. Das kann ja nicht schaden. Das kann ja nicht schaden. Ich hoffe, ich habe euch zu Beginn des Parts jetzt nicht zu sehr gelangweilt. Ah ja, nebenbei bemerkt, ihr PS3ler und PCler seid natürlich alle herzlich willkommen. Denn ich habe in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich die PS3ler verscheuche. Weil eigentlich, klar, ich hatte mit meinem Kanal irgendwo das Ziel, so die Xboxler ein bisschen zu vereinen. Aber natürlich wollte ich allgemein keinen Feind schaffen, denn ich mag PS3. Ich habe viel mit dem PC immer gezockt und tue es auch immer noch. Aber Xbox ist einfach jetzt meine Welt geworden. Und ja, da kann man ja nichts gegen sagen, ne? Jeder entscheidet sich auch für was anderes. Und das ist ja auch cool, wenn jeder sich so zu irgendwas hingezogen fühlt. Aber PS3ler, ihr seid natürlich herzlich willkommen und auch ihr PCler. Aber vielleicht ist euch ja Minecraft für die Xbox 360 zu doof. Ich weiß es ja nicht. Deine Hungerleiste ist so weit geleert, dass du dich nicht mehr regenerieren kannst. Drück A, um mehr über die Hungerleiste und die Nahrungsaufnahme zu erfahren. Drück B, wenn du schon alles über die Hungerleiste und die Nahrungsaufnahme weißt. Dann drücken wir A. Durch Umherlaufen, Graben und Angreifen leerst du deine Hungerleiste. Durch Sprinten und Sprintspringen verbrauchst du viel mehr Nahrung als durch normales Laufen und Springen. Wenn du Gesundheit verlierst, aber eine Hungerleiste mit 9 oder mehr Fleischkeulen darin hast, oder mehr. Wenn du Gesundheit verlierst, aber eine Hungerleiste mit 9 oder mehr Fleischkeulen darin hast, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch. Wenn du Nahrung isst, regeneriert sich deine Hungerleiste. Drück A zum Fortfahren. Halte LT gedrückt, wenn du Nahrung in der Hand hast, um sie zu essen. Ja, das kenne ich. Okay, da oben pellen wir jetzt erstmal das Schaf wie ein Ei. Komm her, Babe. I love you. Oder deinen Pelz. Komm her, du. Hä? Was ist denn los? Was ist denn hier los? Ich wollte es doch nicht töten. Was soll denn das jetzt? Scheiße. Ich weiß so wenig über Minecraft. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was es mit den neuen Updates so auf sich hat. Vielleicht google ich das auch, aber ich wette, ich bin zu faul. Ich habe meine Vorstellung von dieser Welt und Informationen nebenher, die würde ich vielleicht gerne über Kommentare aufnehmen. Ich denke, das wäre eine ganz coole Sache. Obwohl, ich sollte mich vielleicht doch ein bisschen informieren. Das wäre nicht das Schlechteste. Vielleicht kommt ja gar kein Kommentar rein. Okay, jetzt werden wir uns aber hier mal konzentrieren. Hier ist ja kein einziger Baum. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Baum gesehen. Doch zu Beginn des Parts, aber gut, da war ich ja schnell weg. Scheiße. Eine riesige Lagune. So, eine Kuh. Wenn sie getötet wird, lässt sie Leder fallen. Dann töten wir mal die Kuh. Komm her! Komm her, du! Mal los, Mann, ey! Boah. Das ist voll die flinke Kuh. Eine chinesische Kuh vielleicht. So. Das ist doch kein Leder. Das ist rohes Rindfleisch. Und hier haben wir noch eine. Naja, auf jeden Fall will ich mal sehen, wie sich dieses Let's Play so entwickelt. Der Bau von Atlantis sozusagen. Eine Welt im Untergrund. Das wird echt interessant. So, dann wollen wir jetzt hier mal weiter lang gehen, ein paar Schweine umlegen, denn wir haben unglaublich Hunger oder werden demnächst Hunger haben. Okay, und? Hä? Ist das ein Scherz? So wenig wird aufgefüllt. Es ist doch eigentlich voll nervig, die ganze Zeit Essen zu sammeln, oder? Daran muss ich mich auch gewöhnen. Ich habe, als ich das Mannister Building und so gebaut habe, oder auch mit meinem Cousin zusammen einfach so Sachen gebaut habe, da haben wir nie irgendwas richtig gegessen. Klar, wenn wir im Arsch waren, ne? Aber was, toll, ne? Was bedeutet das schon? Da hat man sich einfach regenerieren, also einfach respawnen lassen. Das gibt's doch nicht. Ich wusste ja nicht, dass das hier so ein Akt wird. Sonst hätte ich doch erstmal. So. Ein Fleisch habe ich. Nee, dann werde ich. Das ist mir jetzt hier alles so ein bisschen zu wuschelig. Was ist auch das hier? Das ist unglaublich. Wie sich alles einfach verändert hat. Okay, jetzt aber mal hier, Minister, ne? Bitte ein bisschen Konzentration. Der Tag ist auch nicht mehr ganz jung. Soll ich vielleicht das Haus von dem Typen auseinandernehmen? Oh Gott!
Wenn ich den schon sehe. Scheiße, es wird dunkel, oder? Nein, wir müssen rüber und die Bäume holen. Oh Mann! Oh. Scheiße! Rüber mit dir! Auf jeden Fall werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Was bedeutet denn die 1? Oh Gott, ich muss so viel googeln. Ich weiß nicht, was diese grüne 1 zwischen meinen Herzen und den Keulen bedeutet. Ich weiß nur, dass es jetzt gleich Nacht wird und dann werde ich richtig vergewaltigt. Richtig genommen. Mann, ey. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, beeil dich, wir brauchen jede Menge Holz. So. Und klapp. Und flupp. Ach ja, das erste Holz, was wir sammeln. Mal sehen, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Freue ich mich schon drauf, das rauszufinden. Wir werden auf jeden Fall gleich richtig auf den Arsch kriegen. Freue ich mich nicht drauf. Na komm. Soweit ich weiß, muss man wirklich nur das gesamte, den gesamten Holzstamm weghauen und dann geht er automatisch das Gestrüpp weg. Das Gestrüpp. So. Mann, ey, das dauert hier ja alles ewig. Ich werde das hier mal alles bauen. Hä, was ist denn hier los? Nein, nein, den Crafting-Bereich kenne ich. Dankeschön. Jo, kenne ich alles. Okay, ich habe 2 Wolle. Moment. Wo kann man die Werkbank bauen? Jo, die stelle ich jetzt mal hier hin, die Werkbank. Ja, das ist doch schon mal ein netter Anfang. Ein Bett. Und noch ein Wolle mehr. Nein! Och Gott. Scheiße, ich brauche ein Bett. Okay, ich muss da nochmal rüber. Da war doch irgendwo noch ein Schaf wahrscheinlich, ne? Oder täusche ich mich da weiter rüber? Oh, das Schwimmen sieht immer so bekloppt aus. Ach egal, wir können ja ein bisschen absinken. Ne, können wir nicht. Weil das hier nicht tief genug ist. Auf jeden Fall habe ich das Ziel. Eine schön weit entfernte Insel. Und mich da dann so richtig breit machen. Oh Gott, ey, die Typen sind so gruselig. Ich finde die wirklich sehr eklig irgendwie. Scheiße. So, oh, ich hoffe, da ist jetzt hier kein... Oh, ich will hier raus. Lass mich mal hier durch. Ich weiß, das war jetzt hart, aber... Oh, Mann, wofür mache ich den Scheiß denn? Jetzt habe ich ihm... Jetzt habe ich ihm ein Stück Zaun geklaut. Ich will böse und erfolgreich sein, nicht nur böse. Oh, ihr wollt mich hier gerade echt foppen, oder? Ach, scheiße. Mann, bin ich unerfolgreich im ersten Part. Ja, das ist so das Problem. Oh. Hallo. Du willst mir wahrscheinlich nicht hochhelfen. Ach Gott. Ach, hier ist es stockfinster. Aber es ist auf normal. Ich frage mich auch, warum hier im Moment keine Gegner kommen. Ich habe es 100% hier auf normal geschaltet. Was ist denn das da oben? Naja. Jetzt erstmal hier wieder durchgraben. Erde können wir immer gebrauchen, da bin ich mir ganz sicher. Einfach auch, um Umgebung schöner zu machen, zu ebnen. Ja, ja, das Ebnen kann ich ja. Was ist denn jetzt los? Hurra, du hast ein Spielerbild mit Steve von Minecraft gewonnen. Okay, geile Sache. So, wir brauchen ein Schaf. Ein flauschiges, süßes Schaf. Was haben wir da hinten? Da haben wir die ersten Skelette. Jo, hier haben wir die ganzen Gegner. Da unten haben wir einen Huhn. Einen Creeper. Wir haben hier Kühe. Wir haben hier Schweine. Jetzt müssen nur noch Elefanten kommen, Tiger, alles, was nichts mit einem Schaf zu tun hat. Scheiße, da hinten ist ein Schaf. Mann, ey, aber dafür musste ich jetzt schon durch die Hölle. Och, geh doch mal aus dem Weg. Mann, ich muss das Schaf mit Erde erschlagen. Na komm, stirb! Okay, geschafft. Boah, aua! Super, wir haben es hingekriegt und jetzt flüchten. Abhauen. Och Mann, ey, ich freue mich schon auf die Zukunft, wenn ich euch irgendwann mal einfach wegkloppe. Pfeil und Bogen oder irgendwelche Fallen bauen, da müsst ihr mir aber echt Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, wie man so brillante Fallen baut. Ich habe schon bei einem Freund die Minecraft-Welt von ihm gesehen. Da hat er echt so geile Fallen gebaut. Da war echt so eine brillante, einfach so eine brillante Technik hinter. Okay,
Ich muss mich hier gerade mal wieder orientieren. Boah, 15 Minuten schon rum. Alter Schwede, nur durch Gelaber. Ist ja echt krank. Ist ja richtig krank. Boah, das hat gesessen. Nein, bei dich. Ach komm. Und web. So, geschafft. Jetzt haben wir genug, um ein Bett zu bauen. Ein kleines Holzhäuschen können wir uns auch bauen. Vielleicht auch eins aus Erde oder aus Sand. Auf jeden Fall genug. Ach scheiße, wir brauchen aber noch eine Fackel. Ach, ich bin überhaupt nicht organisiert. Scheiße. Scheiße, da steht einer. Okay. Hä? Wieder runter. So, na. Ah. Okay. So. Scheiße. Das hat ja nun mal gar nicht funktioniert. Das muss ich mal kurz abbauen und in eine unwichtige Ecke stellen. So, wenigstens können wir uns schon mal ein nettes Bettchen bauen. Nein, können wir nicht. Denn ich habe das ganze Holz verbraucht. Ich bin nicht in Topform. Oh, diese ekligen Viecher, die gab es schon vorher. Finde ich so hässlich. Stand hier nicht gerade einer? Ach Gott, ey, die Gegner sind irgendwie gerade nur so halb aggressiv. Auf normal habe ich es hundertprozentig gestellt, daran kann es auch nicht liegen. Ich glaube, leicht oder normal richtet sich nur danach, wie viele Gegner dann spawnen und nicht wie schlau oder so sie sind. Das glaube ich nicht. So. So, jetzt haben wir hier ganz neues Material. Ach, scheiße. Ach, erstmal ein Bett bauen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich finde die Idee auf jeden Fall nicht... Oh, Mann! So. Oh, ist, wie cool. Steht jetzt aber immer, was man gerade in die Hand genommen hat. Ist echt ein kleiner Luxus. So. Ist ein kleiner Luxus für sich. Jetzt bauen wir noch eine Tür. Eine süße Tür. Boah. Ist ganz schön teuer, so eine Tür. Scheiße. Jetzt habe ich 4 Holzstäbe. Oh mein Gott. Nein. Nein. Geh weg. Verdammter Mist. Wenn ich jetzt einfach schlafen gehe, dann kriege ich was auf die Fresse, oder? Soll ich es wagen? Soll ich es wagen? Ich wage es. Was soll's? Ja, okay. Dankeschön. Danke. Ich weiß, danke. Darf ich mich jetzt ins Bett legen oder ist das zu viel? Scheiße, warum kann ich... Was ist hier los? Was ist hier los? Ich fühle mich doch... Wahrscheinlich kann ich mich in der Gegenwart dieses Arsch nicht bewegen. Ja! Was zur Hölle? Na los, komm her. Oh, es wird schon wieder Tag. Mann, ey. Völlig umsonst alles. Naja, naja. So. Weiter geht's. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Das heißt, wir können auch keine coole Holzaxt bauen. Wir haben schon die Stäbe dafür. Ach, es geht alles nur so lahm voran. Aber das ist so Minecraft-typisch. So. Holz, jede Menge Holz. Juhu! Wupp. Super. Und jetzt werden wir uns ein paar schöne Äxte bauen. 2, um genau zu sein. Das hier können wir gleich mal wegkloppen. Und jetzt machen wir die ersten Bäume platt. So, wir werden das ganze Ding hier pellen. Jetzt werden wir nur noch Rohstoffe sammeln. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh, bin ich blöd! Scheiße, ihr habt mich ja gerade wahrscheinlich voll ausgelacht, ne? Kacke! Nein! Scheiße!
Entdeckung! Ach, das sind Erfahrungspunkte. Ach so. Ja, seht ihr mal, ich weiß gar nichts. Scheiße, ich habe gerade eine Spitzhacke benutzt. Verdammt! Ich habe so viel im Bergwerk gearbeitet damals, dass ich jetzt gar nicht mehr auf die Idee gekommen bin, dass man für Holz eine Axt braucht. Scheiße, wie peinlich. Ach, da seht ihr, der fiese Anfang. So, ich muss mir gerade am Rücken kratzen. Klingt eklig, ist aber menschlich, okay? Okay. So. Hier haben wir noch eine schöne Holzaxt. Sogar jede Menge. Das Ding werden wir mal ganz kurz pellen. Denn die Tür steht nicht richtig. So, darf ich mal? Das legen wir ab. Die Tür kommt in unsere Auswahlleiste. Genauso eigentlich wie eine Axt, aber das habe ich mal wieder nicht hingekriegt. So. So wollte ich's. Und jetzt kommen noch die Äxte zum Einsatz. Und jetzt freue ich mich auf schönes Fällen. Nee. Oder Fällen, ganz wie man es nimmt. Okay. Oh, klack, klack. Oh, und das Holz kommt in Unmengen. Schöne Sache. Jo, ihr könnt euch ja so lange eine Folge Dragon Ball ansehen oder was essen. Also, ich hatte gerade einen Sauerbraten mit Knödeln. Ich mochte früher auch Rotkohl, aber irgendwie ist das gestorben, seit ich weiß, dass es Besseres gibt. Nein, ich habe eigentlich schon immer gleich gegessen. Ich war als kleiner Junge auch viel bei McDonald's und so weiter und so fort. Ich kannte ja schon das gute Essen, aber früher mochte ich Rotkohl. Jetzt esse ich gerne grüne Bohnen. Dafür geht man noch auf YouTube, um zu hören, was ich gerne für Gemüse esse. Aber ist doch schön, dass ich überhaupt Gemüse esse, oder? Vielleicht hat die Jugend noch ein wenig Hoffnung inne. So, ein wenig Potenzial, nicht komplett zu verasozialisieren. Okay. Ja, das Problem ist, ich müsste mich jetzt eigentlich in den Berg reinarbeiten. Okay, das sollte erstmal reichen. Boah, das ist mehr als genug für das, was ich jetzt gerade vorhabe. Mehr an Holz brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Also, oh, scheiße. So. Das legen wir jetzt erstmal weg. Oh, wir brauchen auf jeden Fall jetzt Kies. Heißt das Kies, oder? Meine Güte, ich habe hier gar nichts mehr. Ja, obwohl, ich habe bei Manister Building und so, habe ich ja wirklich nur... Ich habe ja immer das Gleiche gemacht. Ich habe Kies, beziehungsweise, ich weiß gerade nicht, wie... Pflasterstein, genau. Pflasterstein habe ich immer gesammelt. So richtig das Basiswissen habe ich wohl noch nicht erlangt. Weil es einfach bei mir darum ging, Stein auf Stein... Ich habe mit Glas gearbeitet. In dieser Hölle war ich nie. Sprich, Lava und Wasser zusammenbringen habe ich nie gemacht. Hat ein Freund von mir, als wir das hier auf Xbox gezockt haben, einmal gemacht. Das ist jetzt, jo. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gezockt. Ja. Ne? So dreht sich die Erde dennoch weiter. Wupp, wupp, wupp. So. Ein hässlicher Holzkasten, der aber sein Ziel genau jetzt erfüllt. Nämlich eine nette Stube zum Schlafen. So, Tür zu. Auf in Richtung Bergwerk. Bergwerk. So, wo haben wir hier was? Auf jeden Fall schon mal ein süßes Schaf, das können wir gleich mal fällen. Wie einen Baum. Komm, bleib hier, bleib hier. Nein. So. Meh. Oh. Oh. Beide Beine gebrochen. Oh Gott. Jedenfalls sind wir nahe dran. So, was haben wir hier eigentlich? Birkensetzling. Okay, wir sind fast da. Das hier scheint eine wirklich... eine Steinwand mit Potenzial zu sein. Jo. Da haben wir viel Stein, wie es scheint. Och, wie schön. Alles schön aufpellen. Ah, super. Super. Ja, damit haben wir schon mal den Grundstock geschaffen für ein Atlantis.
Es ging alles drunter und drüber. Es ist viel geschehen. Huh. Oh nein, das wollen wir natürlich nicht. Und das Zeug heißt Pflasterstein, ne? Echt schlecht, dass ich das nicht mehr wusste. Ist wirklich schlecht. Ist aber lange her, dass ich auf Border Day gebaut habe. Es kommt ja auch immer darauf an, wie nah man an dem nächsten Abonnenten-Special dann ist. Mein Cousin war auch nicht mehr da und mit Freunden zocke ich eigentlich dann immer nur Halo. Ja, aber gut. Border Day, du wirst wieder im Glanz erstrahlen. Zwar jetzt mehr im Untergrund, schätze ich mal. Ach, ich werde jede Menge noch bauen. Es werden wahrscheinlich auch Togethers kommen, könnte ich mir vorstellen, mit Border Day. Es kann vieles kommen. Da ist, sind keine Grenzen nach oben gesetzt. So. Oh Mann, perfekt, ey. Ist zwar vielleicht nur ein kleiner Steinkern, aber ist echt super. Mehr brauchen wir auch im Moment gar nicht. Es geht ja nicht um Gold oder so. Es ist ja wirklich, was wir jetzt brauchen, ist Holz und Pflasterstein. Das ist eigentlich das, womit ich mich jetzt voll ausrüsten möchte. Gerade. Einfach auch nur fürs Feeling, wenn man erstmal auf diese Insel rüber geht. Vielleicht auch noch ein Schwert, das wäre auch nicht ganz schlecht. Ach, das bedeutet Level 1 einfach nur, schätze ich mal. Ist echt ein cooles Prinzip eigentlich. Dass man hier Level aufsteigen kann. Wenn es das ist, also, oh Mann, ich bin so uninformiert. Ist echt lange her, dass ich Minecraft gezockt habe. Auf jeden Fall freue ich mich auf die zukünftigen Parts. Ich hoffe, ihr seid mit von der Partie. Immer 20 Minuten Einheiten, eine nette Dosis für den Tag. Nebenbei könnt ihr Ravioli essen und auch noch Dragon Ball nebenher schauen, Musik hören, Hausaufgaben machen. Jo, und damit wäre ja erst der linke Arm wäre damit ja erst beschäftigt. Ja. Überlegt, was ihr mit dem rechten Arm macht. Ich kann es euch nicht sagen. Scheiße. Okay, weiter geht's. Ich frage mich, ob ich auch Kohle kriege, wenn ich ein Schwein töte. Das würde ich jetzt gerne ausprobieren, aber das Problem ist, dass ich an dieses Schwein nicht rankomme. Schwein ist zu schlau für mich. So. Muss hier hoch. So. Und willkommen zurück. Ah ja, wir werden nochmal ein bisschen unsere Holzaxt nutzen. Na komm. Schön abarbeiten. Holzstück für Holzstück. Alles schön fallen lassen. Super. Auch du wirst gefällt. Oh Mann, das Haus sieht so doof aus. Aber das ist ja schon mal... Das ist wenigstens was. Das sieht schon kacke aus, das muss man wirklich mal sagen. Also hätte ich echt warten können und Pflastersteine draus machen können. Also irgendwie war das durch und durch blöd. Ach Mann. Was soll man dazu noch sagen? So, jetzt haben wir jede Menge Stäbe. Jetzt haben wir jede Menge das und das. Jetzt brauchen wir einen Ofen. Den kriegen wir hierdurch. Okay, ich weiß nicht, ob der da vorher schon so auszuwählen war, aber was wir jetzt haben, ist ein gesperrtes Fenster. Wie mich das mal gar nicht interessiert, was ihr mir gerade sagen wollt. Ich glaube, Brennstoff ist normales Holz und das hier Eichenholz oder allgemein, so welche Holzart muss man verbrennen, genau. Das ist schon mal gut, dann kriegen wir gleich Kohle. Wir haben Stäbe, wir haben Pflastersteine. Das läuft doch alles supi nach Plan. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine nette Zierde für dieses Holzhäuschen, obwohl... Ja, das Holzhaus ist ja wirklich jetzt gerade nur für einen Zweck da, zum Überleben. Tür zu. Hoffentlich werden wir auch nicht abkrepeln. Und wir warten noch auf das letzte Stück Kohle. Und im nächsten Part werden wir dann noch ein bisschen Holz sammeln und weitere Vorbereitungen treffen. Jetzt auf jeden Fall danke für die Holzkohle. Jetzt noch, boah, es ist zu viel Kram wahrscheinlich dazu gekommen, ne? Kann ich jetzt noch nicht ganz drauf achten, aber es wurde alles so ein bisschen verschoben. Das merkt man. Achso, Autospeichern, okay. Das ist doch ganz gut. Jo, dann mach mal. Dankeschön, ich wollte jetzt eigentlich nur noch die Fackeln anbringen und den Part beenden, denn ich habe gerade Durst, ich muss pissen. Und will jetzt auch langsam ins Bettchen. Nö, okay, das ist dir egal. Gut, das ist dem Auto speichern egal.
Der Autosave sagt, leck mich. So, jetzt aber mal gut. Dankeschön. Jo. Jetzt, bitte. Darf man hier nicht mal glorreichen Part beenden? Zumindest. Ordentlich. So. Wupp. Nochmal so richtig lieblos hier reingekloppt. Ach, rundum hauen wir das. Das ist nicht schön, das weiß ich selbst. Aber es erfüllt vielleicht seinen Zweck, das Böse abzuwenden. Moment, habe ich das jetzt so angebracht? Jo. Oh, ist ja putzig, ne? Sehr putzig. Liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Minecraft Atlantis. Es wird auch langsam dunkel, ich merke das schon. Und dann lege ich mich gleich ins Bettchen. Leute, macht's gut. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.